Hello everyone, welcome to our virtual campus tour. My name is Jelenka Zames. I'm studying the master program in Conflict, Memory and Peace at the Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt. Let's start with our tour around the campus with a short video. Herzlich willkommen zur Campus Tour. Ich bin die Carrie, studiere hier an der KU Journalistik und heute zeige ich euch die Gebäude, die ihr als Erstis kennen solltet. Das Praktische an Eichstätt ist, die ganze Stadt ist ein Campus. Über 40 Gebäude sind in der Stadt verteilt. Und das Beste, ihr erreicht alle Gebäude in maximal 10 Minuten zu Fuß. Hier in der Sommerresidenz findet ihr die Zahlstelle, wo unsere Semesterbeiträge eingehen. Außerdem könnt ihr da KU-Merch kaufen, wie zum Beispiel Hermines Backbuch oder Tassen oder T-Shirts. Nun befinden wir uns vor dem KGA, dem Kollegiengebäude. Da drin finden die meisten Vorlesungen und Seminare statt. Das Kollegiengebäude wurde in den 60ern von Schattner erbaut und ist seit kurzem denkmalgeschützt. Das hier ist die Aula, das Herzstück der KU. Hier beginnt und endet euer Studium. Außerdem finden hier regelmäßig Konzerte, Theateraufführungen und auch Prüfungen statt. Im Moment probt hier ab und zu die Wanderbühne, eine Theatergruppe der KU. Wir treffen uns ungefähr einmal in der Woche und führen dann hier unser Stück auf. Hier drin im KGA gibt es Lerninseln, wo sich die Studis für Projektarbeiten treffen können. Hier könnt ihr eure Uni-Unterlagen ausdrucken, euch eine Erfrischung holen oder kostenlos per Knopfdruck euer Wasser auffüllen. Außerdem könnt ihr hier für ein paar Münzen eure Wäsche waschen und trocknen. Und hier gibt es viele, 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 viele Seminar- und Vorlesungsräume. Und KGA 201 ist mein Favorite. Wegen der Aussicht. Kommt mal mit. Für alle Sportskanonen unter euch, hier ist das Sportgebäude der KU. Dort finden regelmäßige Sportkurse der Uni statt und außerdem haben wir ein Fitnessstudio für einen geringen Beitrag für unsere Studis. Hinter mir, in der Mensa und Cafeteria, gibt's leckeres Essen, Kuchen, Kaffee und ab und zu auch mal ein Bier. Im Mensa-Truck könnt ihr eure Karte aufladen. Die braucht ihr vor allem für einen Kopierer oder zum Essen holen. Einfach die Karte reinstecken, den Schein einführen. Kurz warten und fertig. Außerdem gibt es noch ein EC-Lesegerät, falls ihr mal kein Bargeld dabei habt. Also ich hätte gerne den Kräuterquark garniert mit den Röstkartoffeln. Oh, danke. Ja, und dann hätte ich gerne noch einen Kuchen. Euren Einkauf könnt ihr dann ganz easy mit der KU-Karte einfach per Touch bezahlen. Super, danke. Dann noch einen schönen Tag. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Guten Appetit! Hier ist die ehemalige Orangerie. Das ist heute das Rechenzentrum, hinter uns das Medienhaus der Journalistik und hier die Geografie. Und wenn ihr Bock auf Studiradio habt, dann kommt vorbei und macht mit bei Radio Pegasus. Die treffen sich einmal in der Woche und produzieren eine richtig coole Sendung. Das ist das Waisenhaus und darin finden die meisten Psychologie- und Journalistikveranstaltungen statt. Das Waisenhaus heißt nicht umsonst Waisenhaus. Darin waren früher wirklich mal Waisen untergebracht. Ganz besonders ist übrigens das Treppenhaus. Dort pilgern regelmäßig Architekturstudis hin, um sich's anzuschauen. Das ist das ehemalige Kapuzinerkloster. Heute befindet sich darin der Studiengang Soziale Arbeit und Soziologie. Außerdem ist hier auch noch das Prüfungsamt und Teile der Verwaltung. Hier gibt's auch einen richtig coolen Garten. Hier im Kapuzinergarten wird Obst und Gemüse angebaut. Außerdem hat die KU auch Bienen. Den Honig könnt ihr in der Sommerresidenz kaufen. Wenn ihr einen grünen Daumen habt, dann könnt ihr übrigens auch den Garten beim Kapuzinergarten Eden mitgestalten. Oder einfach vorbeikommen und abschalten. Never mind, she declined to the first date.
Das ist die Schutzengelkirche. Sie ist unsere Seminar- und Universitätskirche, wo Gottesdienste sowohl zu Semesterbeginn als auch Ende stattfinden. Außerdem ist sie für ihre prächtige barocke Ausstattung mit 567 Engeln bekannt. Das ist Eichstätts Marktplatz. Hinter mir ist das Studierendenbüro, wo ihr euch vor und während eurem Studium kompetent beraten lassen könnt. Schräg gegenüber der Studierendenberatung ist die University Art Gallery. Darin befinden sich Kunstausstellungen unserer Studierenden. Das waren die Spots, die ihr unbedingt als Erstis in Eichstätt kennen müsst. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut auf unserer Website vorbei oder kommt einfach persönlich in Eichstätt vorbei. Bis bald, eure Carrie. So, I hope that you've got a first good impression about the campus in Eichstätt. The University of Eichstätt-Ingolstadt got two campuses, one is in Eichstätt and there is another one in Ingolstadt. The faculties of Business Administration, Tourism and Data Science are located there. The distance between these two different campuses is around 25 minutes and you can reach the other campus via bus or train. In the next video, we are going to take a look at the libraries of the university. Herzlich willkommen zu unserer Bibliotheksführung. Die KU hat nicht nur eine Bibliothek, sondern gleich fünf. Und wo ihr arbeiten und lernen könnt, das zeige ich euch jetzt. Ich schreibe hier drin in der Zentralbibliothek im Moment meine Bachelorarbeit. Innen drin im Lesesaal könnt ihr arbeiten. Oder hier draußen auf den Liegestühlen bei schönem Wetter einfach mal relaxen. Hinter uns ist die Hofgartenbibliothek. Darin findet man vor allem historische Bestände, wie zum Beispiel Handschriften, Inkunabeln, alte Drucke, grafische Sammlungen und eben Bestände aus dem früheren Kirchenbesitz. Für die Geschichtsjunkies unter euch, vor allem die alte Handschriftensammlung ist richtig spannend. Das ist übrigens die Campus-Katze Günni und die freut sich immer über ein paar Krauleinheiten, wenn ihr ihn seht. Das ist die Aula-Bib, eine ziemlich coole Architektur, wo Neues und Altes zusammenspielen. Außerdem befinden sich hier drin Buchscanner und vor allem Bücher für die Journalisten. Danke, Günni! Das ist die Teilbibliothek Ulmer Hof. Hier drin findet ihr die Theologische Fakultät und die Religionspädagogik. Die Bibliothek war früher ein Innenhof und deswegen gibt es hier richtig schicke, offene Arbeitsplätze. Das war unsere Bib-Tour. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut auf ku.de oder kommt einfach vorbei. Frohe Studieren, eure Carrie. I hope that video gave you a short impression about the opportunities. I received another question. Can you always get a place in the library? From my experience, I'd say yes. There are a lot of spots and places you can sit and a lot of place to study. I received another question. Do I have to be Catholic to study at university? I think this question concerns the name of the university. It is very important to say that everyone who is interested in studying at the university is welcomed, no matter what his or her belief is. And you don't have to be Catholic to study here at the university. Now that we have showed you a lot of the university and the library, we also want to present to you what kind of leisure activities and free time possibilities you've got in Eichstätt. Auf unserer Seminarwiese an der Altmühl könnt ihr zwischen den Vorlesungen entspannen, abhängen oder auch sporteln. Ob Kaffeepause oder Mensa-Schmaus, unsere Mensa-Terrasse und Cafeteria laden dazu ein.
Das ist die Theke von der Katholischen Hochschulgemeinde, kurz KHG. Die Theke ist unsere Studierendenkneipe, in der sich die Studierenden und Dozierenden nach einem anstrengenden Unitag treffen. Im Sommer auf ein kühles Bier oder ein Weinschörlchen im Biergarten oder im Winter sich richtig einheizen lassen von den Thekenpartys. Hier gibt's alles. Glühweinseminar, Karaokeabend und. Das ist übrigens unsere Campuskatze Günni. Und der freut sich immer über ein paar Streicheleinheiten, wenn er ihn sieht. Meistens hängt er in der Theke ab. Wenn um 12 Uhr die Tore in der Theke geschlossen werden, dann geht es meistens im Nachtwächter oder im Pub weiter. Eine Runde Dart, ein kühles Bier und zum Abschluss, Schluss, eine Pizza. Das ist unser Bermuda-Dreieck. Theke, Nachti, Pizza. Und wenn ihr das nächste Mal im Nachti seid, fragt mal nach einer Ampel. Wandern, spazieren gehen oder einfach abschalten, das könnt ihr am Panoramaweg. Erholung pur im Grünen. Und da gehe ich jetzt hin. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut einfach auf ku.de oder kommt selber vorbei. Ciao! I think I agree a lot with what Carrie said. I also like hiking and, for example, walking the Panoramaweg. You can also do nice walks around the Altmühl or rent a canoe or like a small boat. You can also rent it from the university and experience the Altmühl through this. There is the next question. How international is the Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt? There are many different study programs, which are in, for example, a double degree in a bachelor or a double degree in a master program. For example, I'm studying this master in memory, peace and conflict. I study 1 year here at the university. The next year will be in Bogota at the Universidad del Rosario. Through this program, there are also many international students in this program because it's in English and in Spanish. There is a variety of other programs which also are taught in English. The Catholic University got a lot of partnerships with different universities to make exchange programs and exchanges with students possible. Through these partnerships and relations to other universities, there are also many incoming students from other countries. So I'd say that small university is very international. So thank you very much for your questions and for your interest in the Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt. If you have any more doubts or questions and you're looking for more information, please look at our homepage.